Linda Özgül, Bundesco-Vorsitzende des Bund der alevitischen Studierenden Deutschland und Vorstandsmitglied der alevitischen Gemeinde zu Berlin. Ich durfte die Entwicklungen also in dem vergangenen Jahr aus nächster Nähe begleiten und freue mich umso mehr darauf, diese Veranstaltung heute gemeinsam mit David Emre zu moderieren. In dem Sinne heißen wir Sie recht herzlich willkommen. Welcome, hoş geldiniz, hundaheratın, şımaheram. Als AlevitInnen, als Religionsgemeinschaft und als AkteurInnen, die sich für die Integration und für ein friedliches Miteinander der Religionen und Lebensanschauungen einsetzen, haben wir als Alevitische Gemeinde Deutschland mit unseren Frauen, Jugend- und Studierendenverbänden die vielfältige Gemeinschaft von Kulturen und Religionen in unserem Land, in Deutschland, mitgestaltet und bereichert. Mit der Körperschaft haben unser Engagement und unsere Arbeit erneut Sichtbarkeit und Wertschätzung erfahren. Das Land NRW erkannte die Alevitische Gemeinde in Deutschland bereits als Körperschaft des öffentlichen Rechts an. Nun erhält die Alevitische Gemeinde Deutschland als anerkannte Religionsgemeinschaft die höchste Form der gesellschaftlich-juristischen Anerkennung auch in der Bundeshauptstadt. In dem Bewusstsein, dass die hierzulande lebenden Menschen alevitischen Glaubens dauerhaft einen Teil der Bevölkerung bilden und ihr gelebter Glaube zu einem festen Bestandteil des religiösen Lebens in Deutschland geworden ist, erleben wir als einen wichtigen Meilenstein und arbeiten daran, dass dies auch in weiteren Bundesländern erreicht wird. Mit dem Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts gehen viele Dinge einher. Er bedeutet Akzeptanz, er bedeutet Partizipation und Verantwortung. Verantwortung, ihm gerecht zu werden, mit ihm umzugehen und vor allem die Verantwortung, die alevitische Vergangenheit nicht zu vergessen und trotzdem, vielleicht ja gerade sogar wegen ihr, in eine hoffentlich bessere Zukunft zu schauen. Dieser optimistische Blick in die Zukunft fällt nicht immer leicht, besonders an dieser Stelle uns Jugendlichen nicht. Ein Großteil des Traumatas bzw. der Traumatas haben wir nicht miterlebt. Doch das bedeutet nicht, dass es uns nichtsdestotrotz schwerfällt, uns von ihm zu lösen. Es fällt schwer, unsere Identität nicht von ihnen bestimmen zu lassen. Es fällt schwer, sich heimisch zu fühlen mit der Angst als ständiger Begleiter. Es fällt schwer, herauszufinden, wer man ist und wer man versucht zu sein. Diese Verleihung ist ein Signal an die Jugend, ein Signal des Sichtbarseins, ein Signal des Ankommens und ein Signal des Teilseins. Aber vor allem eins, ein Signal des Zuhause-Seins. Es gibt noch ganz viele Fragen, denen wir uns zu stellen haben. Doch der heutige Tag ist ein weiterer großer Schritt. Der heutige Tag ist eine weitere Antwort. Und es bleibt nur eines zu sagen. Danke an alle WeggefährtInnen, die uns ermöglicht haben, heute uns zu diesem Anlass zu treffen und zu zelebrieren. Das ist für euch. Vielen Dank. So, jetzt kommt etwas zum Cheddar. Bevor das eingeleitet wird, möchte ich dazu etwas erklären. Die Begriffe Delil und Cheddar können als Synonyme füreinander verwendet werden. Ihren Ursprung haben sie in der persischen Sprache und können Lampe, Sonne oder Kerze bedeuten. Im metaphorischen Sinne stehen sie aber für das Licht des Universums. Das Delil oder Cheddar erleuchtet uns den Weg, ist unser Lehrbuch und führt uns an. Zu den essentiellen Diensten während eines Jams gehört es auch, ein Cheddar zu erwecken. Wenn während der Jam-Zeremonie das Cheddar erweckt wird, wird nicht nur der Raum erleuchtet, sondern auch die Gesichter in diesem Raum und das, was sich dahinter verbirgt, ihre reinen Herzen, das Aufleuchten ihres Verstandes und ihr naives, sauberes Wesen. Das, was mit dem Cheddar eigentlich aufleuchtet, ist nicht die Kerze, sondern der menschliche Verstand, das Wissen und das Herz bzw. Gewissen, die aus der Dunkelheit hervortreten. Das Cheddar ist jedoch nicht ausschließlich für die Jam-Zeremonien reserviert, sondern kann in allen Zusammenkünften unseren Verstand, unser Herz und diesen Weg erhellen.
Bevor nun das Cerrah erweckt wird, erklärt uns Devrim etwas über das Gülbenk oder Gulban, welches dieses spirituelle Ritual begleiten wird. Ein Gülbenk wird in der Regel bzw. wird von einer geistlichen Person gesprochen. Es handelt sich hierbei um ein alevitisches Gebet der Fürbitte. Das heißt, es wird ausgesprochen während einer Djem-Zeremonie, einer Beerdigung, einer religiösen Trauung, vor dem Essen, aber auch beim einfachen Zusammenkommen. Bestandteil jeder religiösen Zeremonie bzw. jedes religiösen Rituals ist eben das Gülbenk, und es bedeutet wortwörtlich Ruf der Rosen bzw. Rosenruf. Wir bitten für das Erleuchten des Cerrahs den Vorsitzenden des Geistlichen Rats der ABF Norden, Haider Akhtar, der dir nach vorne. Bismillah. Allah Allah. Cerrahımız yansın yakınsın. Hak Muhammed Ali Aşkı. Çerağımız yansın yakılsın Pürhünkar Hacı Bektaş Veli aşkına. Çerağımız yansın yakılsın yeryüzünde dostluğun, barışın, kardeşliğin aşkına. Çerağımız yansın yakılsın birliğimiz, dirliğimiz, ikrarımız aşkına. Bu çerağı sonsuza dek yolumuz ve yaşantımızın kılavuzu ola, Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı, bekçisi, yolcusu ola. Gerçeğin. Nun bitten wir für das Dar-Gulbange den Vorsitzenden des Geistlichen Rats der Alevitischen Gemeinde zu Berlin, Musa Gönül Dede, und Ecevit Emre Dede vom Geistlichen Rat der ABF nach vorne. Aşk ile sevgili canlar. Tabii ki bugün bu gülmeyi canı gönülde vermek isterdim ama aramızda konferansın başkanımız sevgili Cafer Dede'den bize bir sürpriz yaptı. Bugün bu gülbemizi size rızanız varsa sevgili Cafer Dede'den bu gülmeyi bize versin. Sevgili canlar, değerli dostlar, saygıdeğer misafirler, aslında bugün evet Musa Dede'nin aslında hak, hizmet cemiyemizin, dedelerimizin, ama o gönül alçaklığından dolayı özellikle teşekkür ediyorum Berlin cemiyemize. Ve bugün aslında ikinci bir şeyi burada yaşamak bizleri mutlu etti. Biliyorsunuz bir 21 Mart Nevruz'unu Berlin cemiyemizde yaşamıştık. O coşkuyla bugün de bir hakkın alınması noktasındaki hakkımızın burada kutlanması, kabulü anlamında da ben emek veren tüm canları, tüm yöneticilerimizi, pirlerimizi, analarımızı, başkanlarımızı, ama aynı zamanda bu kazanımı hak ederek, çalışarak alan öncelikle Almanya Alevikleri Federasyonu Genel Başkanımız Hüseyin Mat, Ufuk Çakır ve bütün canlarımızın adına da ve Berlin Cemiyemizin Başkanı Yüksel Özdemir nezdinde tüm canlarımızı kutluyorum. Böylesi bir kazanım Alevi toplumunun tam da bu zamanda hak ettiği bir kazanımdı. Bu kazanımlara sahip çıkarak Aleviliğin hümanist, evrensel düşüncelerini geleceğe aktarmada çok önemli bir rol aldığımızda ifade etmek isteyerek de cümle canların, pirlerimizin, analarımızın da gönül rızalığıyla Dar-Gulbange'ni dedim buraya madem ben rızalık vererek şey yaptım, ben de o gülbangı vererek de bugünkü hizmetimizi başlatalım diye düşündüm. Bismillah. Allah Allah. Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dardan, çağırdığınız pirden şefaat bulasınız. Muhabbetimiz, yolumuz açık olsun. Hak Muhammed Ali yolunda hizmetlerimiz kabul olsun. Tüm dünyada insanlığa barışın, huzurun olduğu bir erkanımız içerisinde tüm dünyada barışın eğemen olmasını isteriz. İrfanımız ilim, kemalimiz bilim, menzilimiz merdi meydanda hak ile adalet tecelli bulsun. Dar-ı Mansur'da, pirler meydanında yüzünüz ak, özümüz pak olsun. Şahı şehidi Deşti Kerbela, Pir İmam Hüseyin'in davası bizlere delil olsun.
Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin irfanı, Pir Sultan Abdal'ın ikrarı, bütün önderlerimizin gayretleri, öğütleri rahberimiz olsun. Hızır cümlemizin yardımcısı, gözcüsü, bekçisi, kılavuzu olsun. Birliğimiz daim olsun, gür olsun, kadim olsun. Nuri Nebi, Keremi Ali, Gülbangı, Pir Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, gerçeğin demine mümineyal, cümle canların niyaz olsun. Hak hizmetlerinizi kabul eylesin canlar. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe canlar, liebe Vereinsfunktionäre der Alevitischen Gemeinde Deutschland. Ein besonderer Tag für uns Alevitinnen und Aleviten in Deutschland, aber auch in Europa. Die Alevitische Gemeinde Deutschland erhielt vor 2 Jahren als eine anerkannte Religionsgemeinschaft die höchste Form der gesellschaftlich-juristischen Anerkennung. Durch diese Zuerkennung sind wir den beiden großen Gemeinden, den beiden großen christlichen Kirchen gleichgestellt. Ich freue mich, meine Gemeinde da 35 Jahre ehrenamtliches Engagement mit sehr viel Kraft und Energie, die mit vielen Opfern ausgeht, wird endlich eine Aussicht auf die Implementierung, die institutionelle Strukturen erkennen lässt. Möge diese positive Schritte in unser Herkunftsland Impulse senden, Signale senden. Leider sind die Alevitinnen und Aleviten in der Türkei mit Alltagsdiskriminierung konfrontiert. Aber nicht nur Marginalisierung, nicht nur Stigmatisierung, sondern wenn wir auch die letzten 100 Jahre hineinblicken in die alevitische Geschichte. 1921 Kocgiri, 1937 und 38 Genozid von Dersim, wo auch mein Opa getötet wurde. 1978 Pogrom von Marasch, 1980 Pogromnacht von Çorum, 1993 Massaker von Sivas, 1995 Gezi. All diese Taten sind in das kollektive Gedächtnis der Alevitinnen und Aleviten eingebrannt. Die Verleihung der Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts an unsere Gemeinde ist uns eine große Ansporn mehr. Sie ist uns eine Verpflichtung, die Verpflichtung auch zukünftig unsere Ganzes zu tun und unser Engagement dafür einzusetzen, dass wir die Vielfalt der Gesellschaft gegen die Einfalt des Denkens schützen und noch intensiver dafür einzusetzen, dass unsere Gesellschaft frei und offen bleibt. Sie können sich gerne hinsetzen. An dieser Stelle, ja, in der Türkei werden Oppositionelle inhaftiert. Investigativ Journalistinnen und Journalisten werden mundtot gemacht. Der Oppositionelle der GAP und der HDP werden inhaftiert. An dieser Stelle möchte ich meine Solidarität mit den inhaftierten Politikerinnen und Politikern und Journalistinnen und Journalisten zum Ausdruck bringen und insbesondere mit Selahattin Demirtas. Auch möchte ich mich beim Cem, lange Zeit her, dass wir uns zuletzt in Wiesloch gesehen, beim Genossen Klaus, Pascal und Hakan, insbesondere dafür ausdrücklich bei all diejenigen bedanken, die sich legislative, judikative und im exekutiven Rahmen sich dafür eingesetzt haben, dass wir dieses Privileg der freiheitlich-demokratischen Grundordnung genießen dürfen. Danke dafür. Zum Ritual Delil. Wir werden mit den alevitischen Ritualen weiterverfahren. Zum Ritual. Belinda hat es sehr gut dargestellt. Danke für deine fundamentale Rede. Dieses Ritual heißt Delil. Das bedeutet der Beweis und meint die Erhellung des Verstandes oder die Erkenntnis. Licht symbolisiert in der alevitischen Lehre die Weisheit und Ewigkeit. Deswegen werden als Symbol für die Erleuchtung 3 Kerzen im Namen der Heiligen erweckt.
die uns in unserem Weg erleuchtet haben. Möge unsere Licht, erwartet unsere Licht im Namen Haq Muhammad Ali. Erwartet unsere Licht für die Opfer in Dersim, Chorum, Marash und Ghazi. Erwartet unser Licht für Halaj Mansur, Seyyid Nesimi, Pir Sultan, Shah Hussein, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi und Geschwister Scholl. Möge das Licht der Heiligen unsere Herzen mit Liebe und unseren Geist mit Wissen füllen. Möge uns dabei behilflich sein, das Gute vom Bösen und das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Möge das Licht unsere Zusammenhalt und Zusammenkunft stärken. Ihr habt durch diesen Dienst die Gute in uns erweckt. Mögen die Heiligen 40 euch mit ihrer Güte umfassen. Gerçek erenlerin demine devranına hürriyet. Vielen Dank. Bevor wir nun zum Deish und zum Sema kommen, würden wir noch ein paar Worte dazu verlieren. Bei dem Deish handelt es sich um eine religiöse Dichtung bzw. einem Gedicht. Gesungene alevitische Theoposie und vor allem sind es überlieferte Erzählungen in Gedichtsform. Die Deishle, die Redenform, werden meistens mit einer Langhalslaute, dem Balama, begleitet und insbesondere im Gottesdienst, dem Djem, auf Beerdigungen, während der Fastenzeit, aber auch bei spirituellen Gesprächen, den Moabet oder Sohbet, wiedergegeben bzw. gesungen. Sie stellen einen bedeutenden Zugang zur alevitischen Lehre dar, denn sie bedeuten insbesondere oder haben insbesondere eine besondere Rolle im Lebensalltag der Menschen. Bis heute wurden die Dichtungen vor allem durch alevitische VolkssängerInnen und DichterInnen tradiert. Eine rein wörtliche Übersetzung des Begriffs Deish ist meist nicht ausreichend, genauso die inhaltliche. Es ist jedoch wünschenswert bzw. erwünscht, dass man die Zeilen dem inneren Sinn nach überprüft. Vielen Dank. Im Alevitentum ist das Semah ein spirituelles Gebetsritual und ein fester Bestandteil der Djem-Zeremonien. Der Zweck des Semahs ist eine Verbundenheit zu Haq, also der göttlichen Energie herzustellen, welche nach der alevitischen Lehre im Universum und in allen Lebewesen existiert. Da die alevitische Religionslehre vorsieht, alle Lebewesen als Seelen zu betrachten, lehnt dieser die Trennung der Geschlechter ab. Dies wird auch in den Semach-Ritualen sichtbar, denn diese werden von allen Geschlechtern gemeinsam durchgeführt. Daimi sagte einst, İnsan hakta, hak insanda, ne ararsan var insanda, was übersetzt bedeutet, der Mensch ist im Göttlichen, das Göttliche ist im Menschen, was du suchst, findest du beim Menschen. Zu Beginn des Semachs verbeugen sich daher die Beteiligten voreinander, den Anwesenden und vor den Geistlichen sowie vor der Person, die das Ritual musikalisch mit der Balama begleitet. Die Beteiligten drehen sich gemeinsam im Kreis, welches den ewigen Kreislauf im Universum darstellen soll. Die Figuren und Bewegungen, die dabei entstehen, sind Nachahmungen der Natur, ihrer Gesetze und Lebewesen. Während des Semachs befindet sich eine Hand auf dem Herzen, welches die Verbundenheit und Liebe zum Weg darstellt, der andere Blick in die andere Handinnenfläche symbolisiert das Betrachten eines Selbst im Spiegel, was die Selbstreflexion und somit das Streben nach seinem eigenen Kern, also des Göttlichen, als Zweck hat. Je nach Region variieren die Semach-Arten. Der alevitische Glaube, die Djem-Zeremonie und Rituale wie das Semach mussten aufgrund von Verfolgung leider sehr oft im Geheimen gelebt und praktiziert werden. Heute spricht man von bis zu 100 etablierten Semach-Arten, die seit Jahrhunderten trotz schwerster Repressalien, Genoziden und Pogromen gegen Menschen alevitischen Glaubens weitergegeben werden. Deshalb sagen wir, inadına değiş söylemeye, semah dönmeye devam edeceğiz. Aus Trotz den Repressalien gegenüber werden wir weiterhin unsere Deish singen und unsere Semach-Rituale praktizieren.
Leyla, 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 Leyla. Desturu Pir, Bismillah, Allah, Allah. Im Namen des heiligen Schah. Rein soll sein unser Sema. Bahtede kalmama bari darı
Ocağa koymuşlar köşe.
canlar inersin dostlar. Şikamet'in Avuçen'in desturu ile Prim Seyit Cemal, Derviş Cemal'in nimeti ve hikmeti ile İmnamen des Heiligen Şah, Bismi Şah Allah Allah, Rein soll sein unser Sema, wie die Sonne und das Licht, was auf uns fällt. Mögen die Heiligen und die Erleuchteten uns beschützen, uns segnen und uns auf dem Weg ebnen, wie der Kreislauf des Lebens und der Natur. So drehen wir uns im Kreis. Mögen unsere Herzen rein, der Frieden ewig sein. O, lieber Hizr, Schutzpatron Hizr, du bist der Schutzherr auf dem Lande. Beschütze Himmel und Erde, den Vogel, das Wild und unsere Herde. Segne sie alle mit deiner Hand, die Berge und Täler, die Gewässer und die Wälder. Beschütze sie alle und bringe ihnen Segen. Beschütze uns auf all unseren Wegen. Unsere Gemeinschaft, Geschwisterlichkeit und unsere Gemeinsamkeit soll stetig sein. Lass uns verschmelzen in deiner Wahrheit und Güte. Lass uns eins werden mit Schöpfung und dir. Erleuchte uns mit dem Licht. Trenne uns nicht von Haq Muhammad Ali, vom Anlitz der Heiligen 40 und der Hünkar Hacı Bektaşi Veli. Yaran ayına girmişken, ya Asma-i Garant, ya Asma-i Hızır, Hızır Tenge Madabresu, Hızır Cem cümlemizin yardımcısı olsun. Hızır ayına, Gağan ayına girmişken, Hautumala girmek üzereyken, insanın insana, insanın doğaya ve kendi hakikatine zulmetmediği bir evreni bizlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Nur-i Nebi, Kerem İmam Ali, gerçek erenlerin demine devranına hü diyelim. İmnamen de vahayet hü. Gerçek erenler demine, ya. Der Sema ist ein wichtiger Ritualtanz und gehört zu den 12 Pflichten in der Cem-Veranstaltung. Sein Sinn ist das Einswerden mit göttlichen Wahrheiten und der Natur. Er ähnelt in seiner Ausführung einem Reigentanz. Der Sema ist vielmehr ein Gebetsritual, der nur möglichst in Cem-Zeremonie vorgetragen sollte. Der Cema wird von Frauen und Männern unterschiedlichen Alter praktiziert. Die Sema-Mitglieder bewegen sich an einer kreisförmigen Figur. Dabei drehen sie sich zusätzlich um die eigene Achse. Die Handinnenfläche der rechten Hand zeigt nach oben und die linke Handinnenfläche auf dem Boden.
Es findet keine körperlichen Kontakte, wie zum Beispiel Händehalten zwischen den Teilnehmern statt. Die dabei dargestellte Figur, also das Drehen in einer Kreisbahn und das Drehen um die eigenen Achse, symbolisiert nicht nur das Universum, den Evren, mit den Planeten des Sonnensystems und der Galaxie, also wie die Planeten in einer Umlaufbahn um die Sonne und die Sonne und um ihre eigene Achse kreisen, sondern es werden durch den Kreistanz darüber hinaus die ewigen Kreisläufe des Lebens und der Natur symbolisiert. Dankeschön. Der jüdischen Gemeinde zu Berlin, Dr. Yüksel Özdemir zum Rednerpult. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Canlar, merhaba. Es freut mich, Sie alle im Namen der Alevitischen Gemeinde zu Berlin an diesem historischen, bedeutsamen Tag begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle möchte ich den Bundeslandschaftsminister Cem Özdemir, den stellvertretenden regierenden Bürgermeister Dr. Klaus Lederer, die Vizepräsidentin der Berliner Abgeordnetenhaus Frau Dr. Bahar Hanga Hanipur, den Vorsitzenden der Alevitischen Gemeinde Deutschland und den Konföderation der Alevitischen Gemeinden Europas, Herrn Hüseyin Matz, dem Vorsitzenden des Geistlichen Rats der Körperkonföderation Alevitische Gemeinde Europas, Herrn Jafar Kaplandede, begrüßen. Auch möchte ich alle Landes- und Bundestagabgeordneten, die Stadträte, Presse sowie Gemeindevertreter und natürlich auch die Vertreter unserer Geschwistervereine recht herzlich begrüßen. Ein besonderer Dank und damit eine besondere herzliche Begrüßung geht an unseren Dachverband Alevitische Gemeinde Deutschland, an die ARF Landesvertretung Norden, an unsere Gemeindemitglieder, die durch ihre jahrelange und ausdauernde Arbeit den heutigen Tag ermöglicht haben. Wir haben über Jahrzehnte bewiesen, dass wir das demokratische und pluralistische Miteinander fördern und haben uns stets für die Werte eingesetzt. Dadurch konnten wir nach einem langen, kräftezehrenden Prozess diesen wichtigen Status erlangen. Dabei möchte ich mich bei allen Mitstreitern wie Abgeordneten, Bürgermeistern, Stadträten und Vertretern der Zivilgesellschaft bedanken. Ich kann mich gut daran erinnern, wie wir 1999 diese Räumlichkeiten von einer Kirchengemeinde, Religionsgemeinde der Neuapostolischen Kirche übernommen und ein Jemel umfunktioniert haben. Für uns Aleviten war dies ein wichtiges Schritt für Ankommen in unsere Heimat, neuen Heimat. Ein weiterer Meilenstein der alevitischen Geschichte war Berlin, in Berlin, war die 2002 erfolgte offizielle Anerkennung der Religionsgemeinschaft. In diesem Rahmen können wir unsere Glauben auch an Berliner Grund- und Oberschulen lehren. Wir sind Teil der hiesigen Gesellschaft. Auch die ältere Generation haben dies verinnerlicht. Der Wunsch unserer älteren Mitglieder nach Bestattungsmöglichkeiten in Berlin wurde uns als Auftrag mitgegeben. Diesen Wunsch konnten wir im 2016 in Kooperation mit dem Evangelischen Friedhofverband in Form eines alevitischen Gräbefeldes auf dem St. Thomas Friedhof in Neukölln verwirklichen. Wir Aleviten möchten in sämtlichen Lebensbereichen partizipieren, mitgestalten und unsere Gesellschaft bereichern. Wir wollen nicht, dass man über uns redet, sondern wir wollen in sämtlichen Lebensbereichen unserer Gesellschaft mitreden. In diesem Sinne ist die Verleihung der Körperschaft des öffentlichen Rechts ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und ein Mittel, uns noch intensiver in die Gesellschaft mitzueinbringen. Von dieser Entwicklung werden sowohl auch wir Aleviten als auch die Mehrheitsgesellschaft profitieren. Der Kompass unseres Handels wird dabei stets die alevitische Werte sein, wie zum Beispiel der Schutz der Menschenrechte, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Orientierung an Wissenschaft. Besonders wichtig ist uns dabei der Tier- und Umweltschutz. Denn in unserem Glauben bilden Universum, Umwelt und Mensch die Einheit Gottes. Wie Haji Bektaş Veli sagte, wir unterscheiden nicht zwischen Rasse, Religion, Sprache und Hautfarbe. Für uns sind alle Menschen gleich. Darum möchten wir nach einem alevitischen Leitsatz, lasst uns eins sein, lasst uns groß sein, lasst uns lebendig sein, in die hiesige Gesellschaft wirken und Berlin zu einer noch untere Stadt machen. Nach der Arbeit bedeutet uns vor der Arbeit. Die nächsten Projekte stehen schon bereits in den Startlöchern, wie zum Beispiel die Gründung einer alevitischen Kita, der Ausbau der alevitischen Religionsunterricht
und die Realisierung eines Projektes zur Förderung der politischen Partizipation von Menschen mit Migrationserfahrung. Perspektivisch möchten wir weitere Gemeinderäumlichkeiten in der ganzen Stadt schaffen, um ein alevitisches Leben in Berlin niedrigschwelliger ermöglichen zu können. Auch die Einrichtung weiterer alevitischer Gräbväter, sogar die Eröffnung eines Friedhofs in eigener Trägerschaft stehen ganz weit oben auf unserer Agenda. Dies sind einige erforderliche Schritte, um Sichtbarkeit in öffentlichen Raum zu schaffen. Die Errichtung eines alevitischen Lehrstuhls wird seit langem verfolgt und wird hoffentlich bald im kommenden Jahr realisiert werden können. Gemäß unserem Glauben wird das Engagement in karitativen Bereichen sehr wichtig werden. So möchten wir mittellosen Menschen Hilfeleistungen, Seelsorge sowie Seniorenbetreuung anbieten. Wir als Bernerinnen und Berliner haben noch viel vor uns und stehen noch viele Herausforderungen bevor, die wir nur gemeinsam bewältigen können. In diesem Sinne möge Schah Merdan Ali und der Heilige Hızır auf unserem Weg beistehen und unterstützen. Vielen Dank. Aşkınlar.